Die organisierte Stadtrundfahrt hat mich zu diesem bombastischen Denkmal gebracht, das der von den USA unterstützte Diktator Batista errichten ließ. Es ist José Martí gewidmet, dem Dichter und Freiheitskämpfer gegen die spanische Kolonialherrschaft. Havanna zeigt unterschiedliche Einflüsse. Das Kapitol wurde nach dem Vorbild in Washington gebaut. Da die Stadt Engländer und andere Seeräuber anlockte, haben die Spanier Festungen zum Schutz des Hafens errichtet. Eine davon ist Ziel der City Tour. Hier erlebe ich, dass man ein ehemaliges Fort auch als Souvenirmarkt für Touristen nutzen kann. Unter den knallbunten Keramikarbeiten macht mir vor allem die Darstellung kubanischer Señorita Spaß. Mut zur Hässlichkeit. In der Architektur ist die spanische Vergangenheit unübersehbar. Mit der Zigarre gibt sich Busfahrer Lorenzo als stolzer Kubaner, aber das Mordsding bleibt während der ganzen Fahrt kalt. Der Fremdenführer verrät, dass die öffentlichen Busse, die an ein Kamel erinnern, eine kubanische Notlösung auf der Basis alter Sattelschlepper sind, wegen des US-Embargos. Die vielen alten amerikanischen Schlitten aber sind noch im Einsatz, weil die kubanische Regierung den Import von Neuwagen wegen Devisenmangel stark eingeschränkt hat. Sie fahren meistens als Sammeltaxis. Ziel der Stadtrundfahrt ist natürlich auch eine Zigarrenfabrik, in der die berühmten Havannas hergestellt werden. Hier darf bei der Arbeit geraucht werden, doch die kurze Arbeitspause reicht nur für einen schnellen Zug aus einer Zigarette. Hier ist alles Handarbeit. Zigarren, die heute ein wichtiger Exportartikel Kubas sind, wurden schon lange vor Ankunft der Spanier von den Ureinwohnern geraucht, die inzwischen längst ausgerottet sind. Während die Mitreisenden nach der geführten Stadtrundfahrt zu einem Ausflug in gepflegten Oldtimern aufbrechen, reißt es mich, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, und zwar zu Fuß. Dabei interessieren mich nicht so sehr die Sehenswürdigkeiten. Ich möchte etwas vom alltäglichen Leben in Havanna sehen. Was aus der Ferne nach Reichtum und Überfluss aussieht, erweist sich bei näherem Hinsehen als dringend sanierungsbedürftig. Die Pracht früherer Tage ist nur noch zu erahnen. Es fehlt offensichtlich das nötige Geld. Daran ändert auch kaum etwas, dass die UNESCO die Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt hat. Ich bummle zwar ohne festen Plan durch die Stadt, aber der Platz mit den vielen Oldtimern zieht mich magisch an. Mir gefallen die so deutlich unterschiedlichen Formen der alten Limousinen, die hier auf Fahrgäste warten. Aber es ist nicht zu übersehen, dass sich viele Wagen nicht mehr im Originalzustand befinden und nur noch notgedrungen unterwegs sind. Pedro verrät mir, dass es nicht leicht ist, die alte Karre am Laufen zu halten, aber bis jetzt hat er es immer noch geschafft. Ich finde es beeindruckend, wie die Menschen mit der wirtschaftlichen Situation fertig werden,
die ihre Ursache sowohl in sozialistischer Planwirtschaft als auch in nordamerikanischer Machtpolitik hat. In einem repräsentativen Kolonialbau entdecke ich das Standesamt. Hier erscheint die Hochzeitsgesellschaft, herausgeputzt wie bei uns nur zur kirchlichen Trauung. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Die Stelzenläufer werben für eine Zirkusveranstaltung. So wie einige Schulkinder den Trommelrhythmus aufnehmen, werden sie sicher ihren Eltern für einen Zirkusbesuch in den Ohren liegen. In meine Ohren dringt Musik von Leuten, die sich spontan im Freien zusammengefunden haben. Der Text des Liedes stammt übrigens von José Martí, dem Freiheitskämpfer gegen Spanien, dessen Denkmal ich auf der Stadtrundfahrt gesehen habe. Und immer wieder erklingt das Lied über den unvergessenen Revolutionär Che Guevara. Sie singen nicht auf Befehl und nicht für Geld, einfach nur so. Und solche Szenen sehe ich mehrfach bei meinem Streifzug. Dagegen ist die offizielle Feier zum 1. Mai natürlich von der Kommunistischen Einheitspartei organisiert, mit markigen Reden. Nieder mit dem Imperialismus der Amis. Ich sehe nachdenkliche Gesichter, doch für viele scheint die Veranstaltung einfach nur ein Volksfest zu sein. Heute, morgen und immer, wir werden siegen. Ich habe den Eindruck, dass viele Besucher nicht nur mitmachen, weil das Regime das verlangt. Wo in der 2-Millionen-Stadt kein Platz für Schulhöfe ist, bieten die großzügigen Alleen Gelegenheit für Sportstunden. Wie der Fremdenführer erklärt hat, legt die Regierung großen Wert auf Bildung. Dank 9-jähriger Schulpflicht, die auch eingehalten wird, gibt es praktisch keine Analphabeten. Schulen und Universitäten sind kostenlos, wie auch die medizinische Versorgung. Und das ist keineswegs selbstverständlich in ganz Amerika. Und die Kinder machen einen durchaus gesunden und gepflegten Eindruck. Natürlich kenne ich die negativen Berichte über das politische System und ebenso natürlich bekomme ich sie als Tourist nicht zu sehen. Und eigentlich bin ich auch froh darüber. Aber es gibt auch ein anderes, ganz normales Kuba mit unbefangen spielenden Kindern aller Hautfarben,
mit freundlichen, musikliebenden Menschen und auch mit Lebensfreude. Und ich freue mich, all das zu finden, während ich mich zwanglos durch Havanna treiben lasse. Bei uns wären solche Kinderspiele direkt vor dem Eingang zum Nationalmuseum wahrscheinlich nicht möglich. Während ich beobachte, wie die Jungen lateinamerikanisches Temperament zeigen, lockt mich Musik ein paar Häuser weiter. Hier geht die Post ab. Es macht nichts, dass der Hauseingang sicher bessere Zeiten gesehen hat. Für eine Fete mit Freunden, Nachbarn und Passanten wie mich reicht es allemal. Juanita mit dem kurzen grauen Röckchen ist 18 geworden und das muss gefeiert werden. Ohne großen Aufwand. Hauptsache, es gibt Musik zum Tanzen. Juanita träumt wie fast alle jungen Damen hier davon, als Tänzerin entdeckt zu werden und in der berühmten Tropicana-Schau mitmachen zu dürfen, die ich mir zur Abrundung meiner Eindrücke auch noch gönne. Que querías y eso aquí te mataría de esto no cuando lo tenía no lo aprovechó para la calle mira retumbando para que el campeón se viera ese mejor esto es.